Mit einer interessanten Lichtsignatur begrüßt uns der neue Testwagen hier vor der Kamera bei Ubi Tested, der DS4 PureTech 130 Rivoli steht heute mit mir gemeinsam vor der Kamera. Ein Franzose made in Germany mit dem Anspruch, als Premiumfahrzeug in der sogenannten Golfklasse zu punkten. Ob das gelingt, werden wir heute natürlich in diesem Video unter anderem klären, aber wie immer bei mir auf dem Kanal geht es gemeinsam mit euch auf Verbrauchsrunde. Wir werden die immer gleiche Runde auch mit dem DS4 absolvieren. Bedeutet, wir waren 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140 und 10% Stadtverkehr. Wir wollen dabei natürlich herausfinden, wie effizient der kleine Dreizylinder hier unter der Haube arbeitet, aber auch euch alle Informationen mit an die Hand geben, was das Fahrzeug kann auf der Straße, wie er sich fährt, wie die Platzverhältnisse sind und am Ende des Tages natürlich die Verbrauchsdaten, die Kosten und die eigene Meinung. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, ihr bleibt dran, schenkt dem Kanal hier gerne ein Abo und ein Like für das Video und schreibt mir vor allem eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos über den DS4 diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir und dem Premium-Franzosen Made in Germany. Fangen wir zunächst einmal außen an beim DS4, denn ich würde sagen, das Exterieur des DS4 ist natürlich das auffälligste Merkmal, um den Wagen hier im Straßenverkehr sofort als DS4 zu erkennen. DS-Automobile, wie hier schon auf dem Kanal des Öfteren erklärt, entstand aus der Marke Citroën heraus, wurde dann herausgelöst als selbstständige, eigenständige Marke. Und es steht jetzt im Stellantis-Konzern besonders für edel, schick, Haute Couture, französischen Lebensstil und vor allem so ein bisschen Luxus eben. Also möchte dem Premium-Anspruch hier in der jeweiligen Klasse gerecht werden und natürlich hier dann auch entsprechend gegen Audi, BMW oder Mercedes antreten. Was wären die Mitbewerber des DS4? Ganz klar, BMW 1er, Audi A3, Mercedes A-Klasse hätten wir hier im Angebot oder natürlich auch ganz klar der VW Golf. Im eigenen Hause wildert der DS4 dann im Revier von Opel Astra und Peugeot 308. Interessanterweise sogar kommt der Wagen aus dem Stammwerk von Opel in Rüsselsheim. Und mit dem wird er nämlich zusammen mit dem Opel Astra gebaut. Also wir haben hier, wie schon eingangs erwähnt, eben einen Franzosen made in Germany. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab in der Geschichte des Automobils. Ich glaube persönlich nicht. Aber schauen wir uns den DS4 jetzt erst einmal genauer an. Wir sehen an der Front einen sehr charakteristischen Kühlergrill hier mit Chrominterieur einsetzen. Wir haben hier zwei Kameras untergebracht, eine Frontkamera für die 360-Grad-Kameraperspektive und hier oben ist noch eine zusätzliche Kamera, die ein Nachtsichtgerät beinhaltet. Eine Wärmebildkamera, die aufgrund ihrer Gegebenheiten dann im Kombi-Instrument für zusätzliche Sicherheit sorgen soll, denn es werden Personen und Tiere markiert im Kombi-Instrument und somit hervorgehoben und sorgt dann dafür, dass man dann selbst bei schlechten Witterungsverhältnissen hier mehr Sicherheit generiert. Wir haben jetzt hier auch Pixel-LED-Scheinwerfer in Matrix-Funktion, bedeutet, die einzelnen Lichtelemente, die hier drinnen sind, können den Gegenverkehr aussparen. Das bedeutet, wir können in 90% der Fälle in der Nacht hier mit Fernlicht fahren. Der Gegenverkehr wird ausgeblendet und hier kann also mehr Sicherheit generiert werden. Das typische Erkennungsmerkmal aller DS-Modelle, das ist diese Lichtsignatur hier, die wir haben. Wir gehen zwei Streben nach unten, die sich dann hier auch noch in den Stoßfänger in die Mitte hineinziehen. Also ein sehr charakteristisches Design haben wir hier. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie euch der DS4 hier gefällt. Kommen wir dann zur Seitenlinie. Sehen wir, der Wagen streckt sich über 4,40 Meter Außenlänge, hat eine Außenbreite von 2,06 Meter mit den hier ausgeklappten Außenspiegeln und eine Fahrzeughöhe von 1,47 Meter. Was jetzt hier im Profil des Fahrzeugs auffällt oder euch vielleicht auch auffällt, ist, wie groß diese Räder hier sind. Und das ist auch eine Besonderheit, die der DS4 nämlich mitbringt, während seine Konzernbrüder Peugeot 308 und Opel Astra lediglich maximal 18 Zoll Räder beinhalten, kommt der DS4
kommt der DS4 optional hier mit 20 Zoll Rädern auf 240er breiten Reifen daher. Das sieht zum einen schon mal etwas interessanter aus, weil es riesige Räder sind. Zum anderen wirkt es auf dem Seitenprofil so ein bisschen SUV-mäßig. Und für die, die sagen, ja, das ist doch eher Offroad-mäßig, der wirkt zu hoch. Ja, es gibt tatsächlich auch noch eine Cross-Variante. Die hat dann noch mehr Offroad-Beplankungen an der Seite. Die haben wir jetzt hier nicht. Wir fahren den normalen DS4 Rivoli. Wir fahren also schon eine höhere Ausstattungslinie. Es gibt da diverse Ausstattungslinien. Da müsst ihr immer mal wieder reinschauen, denn es gibt auch immer wieder Sondermodelle, die DS hier launcht. Kommen wir aber zum Heck. Und da kommt mein persönliches Design-Highlight zum Tragen. Und das sind diese wunderschönen LED-Rücklichter. So kleine Schlitze, kleine Elemente, die indirekt beleuchtet werden, sorgen dann hier für einen ganz, würde ich mal sagen, wirklich einen eleganten, sportiven Touch, den der Wagen hier bringt. Und natürlich mit dieser Chromleiste sorgt man dann für einen flüssigen Übergang und zieht das Design nochmal in die Breite. Hier haben wir den Schriftzug DS noch untergebracht. Eine Rückfahrkamera liegt hier unten. Und dann würde ich sagen, schauen wir dem DS4 jetzt auch gleich einmal hinter die elektrisch öffnende Heckklappe. Wir haben hier einen Kofferraum mit einem Ladevolumen von 440 Liter hier im Standardbereich. Wir haben natürlich eine sehr hohe Ladekante, die wir hier haben, eine sehr breite Ladekante auch. Und es geht dann auch durchaus relativ tief schon wieder in den Laderaum hier runter. Aber gut nutzbar. Das Urlaubsgepäck habe ich ganz gut unterbringen können hier mit zwei Kindern. Die Rücksitzlehnen sind dann im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar. Und das zeige ich euch jetzt einmal, wie das ausschaut, wenn man dann hier die Rücksitzbank umklappt. Da sehen wir nämlich schon so ein kleines Problem des DS4. Es gibt nämlich hier eine Stufe, das heißt also keinen ebenen Laderaumboden. Und wir haben hier auch keinen zusätzlichen Laderaumboden, den wir einlegen können, um diese Stufe zu eliminieren. Maximal sind 1240 Liter Stauraumvolumen möglich. Und damit ist der DS4 eher von der kleineren Sorte hier in der Kompaktklasse. Das können Golf und Co. auf alle Fälle deutlich besser. Wie das hinten im Fond ausschaut, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich habe es mir halb gemütlich gemacht hier im DS4 Fond. Wie wir sehen, der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt und hinter mir habe ich dann so ein bisschen Platz noch. Schön ist, dass die Sitze natürlich gut ausgeformt sind, dadurch haben meine Knie noch genügend Platz. Bei der Kopffreiheit, da besteht überhaupt kein Problem. Auch die Kopfstützen sind angenehm weit ausziehbar. Sehr schön jetzt allerdings schon zu sehen für die Fondpassagiere, gutes Infotainment-Programm mit den Lautsprechern, die wir hier hinten haben, das Focal Electra Soundsystem, was hier hinten schon mal zu sehen ist, hinter mir, sorgt für echtig Wumms hier in der Bude und kostet allerdings auch einen heftigen Aufpreis von 1.100 Euro. Für Soundliebhaber aber wärmstens zu empfehlen. Wir haben hier eine Mittelarmlehne noch mit zwei Becherhaltern, um das Reisen hier drinnen bequemer zu machen. Für Bequemlichkeit sorgen dann hier auch zwei Luftaustritte für die Belüftung hier im Fond. Wir haben zwei USB-C-Anschlüsse, noch eine kleine Ablagemöglichkeit hier. Dann weitere Ablagemöglichkeiten gibt es hier hinter den Vordersitzen mit zwei Taschen flexibel. Da kann dann auch noch was untergebracht werden. Dann werfen wir noch den Blick hier in die Türverkleidung, denn die ist besonders interessant, wie man hier sieht, denn das ist ja das Besondere des DS4, viel Schick und viel Eleganz und edle Materialien. Hier in Leder alles ausgeschlagen, schöne Doppelziernaht haben wir hier. Die Materialien fühlen sich alle gut an, so eine schöne raue Oberfläche. Hier ein silberner Einersatz, der Fensterheber fein integriert, kaum sichtbar untergebracht. Und in der Türtasche ist zwar jetzt nicht viel Platz, aber dafür ist die hier mit Filz ausgeschlagen, dass nichts klappert. Und das sorgt dann auch nochmal für weiteren Luxus. Luxus für Kinder bedeutet Isofix gut gesichert. Den haben wir hier auf der Rücksitzbank hinter Reißverschlüssen, die etwas strenger gehen und dann können die Kindersitze hier wunderbar integriert werden. Integriert ist ein gutes Stichwort, denn ich setze mich jetzt vorne in den Sitz und schaue, wie wir da sitzen. Fahrer und Beifahrer sitzen auf sehr bequemen, breiten
sitzen hier, die auch angenehm ausgeformt sind hier im Bereich der Schenkel oder aber des Rückens. Schöne Formen und auch angenehmes Leder haben wir hier serienmäßig hier im Rivoli-Modell mit Kontrastziernähten und zusätzlich ist der Beifahrersitz hier aufgewertet mit Isofix-Haken. Das heißt also, wir können hier einen zusätzlichen dritten Kindersitz im Fahrzeug integrieren, was ich natürlich als Familienvater sehr begrüße. Der Fahrer hat dann hier ein schönes Dreispeichen-Lederlenkrad mit sehr weichem Lenkkranz und das ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar und wir haben hier hinter dem Lenkrad auch noch zusätzliche Schaltwippen. Eine Armauflage gibt es zwar, aber die ist nicht in der Höhe verstellbar. Des Weiteren schauen wir uns natürlich jetzt erst einmal den Innenraum im Detail an. Die Innenraumgestaltung beim DS4 ist sehr, sehr hübsch gemacht, wie ich finde, wenngleich nicht ergonomisch perfekt. Das muss man gleich vorweg sagen. Also für diejenigen unter euch, die für ein ergonomisch perfektes Cockpit sind, die werden mit dem DS4 sicherlich nicht glücklich werden. Aber schauen wir uns das Ganze im Detail einmal an. Wir haben hier einen sehr schönen Armaturenträger mit Doppelziernaht hier oben drauf, eine eher raue Oberfläche hier an der Beifahrerseite als Zierleiste und dann haben wir hier sehr schön integriert dieses 10 Zoll Media-Bildschirm-Display hier drinnen und dann einen leichten Übergang hier in das Kombi-Instrument ebenfalls voll digital, was wir dann in ansteuern können. Wir sehen hier links die Anzeige für die Drehzahl, rechts die Anzeige für den Tankfüllstand und können dann über den Lenkstockhebel auf der linken Seite uns hier vorkonfigurierte oder frei konfigurierbare Anzeigen sogar hervorheben. Hier im Kombi-Instrument wird dann zusätzlich auch, wenn es dunkel draußen ist, die Nachtsichtkamera oder das Display oder das Bild der Nachtsichtkamera umgesetzt. Schauen wir auf das Drei-Speichen-Lenkrad. Das ist klar strukturiert. Auf der linken Seite die komplette Bedienung der Tempomaten und Fahrassistenz. Auf der rechten Seite dann die Bedienung für Infotainment und Telefon sowie Spracheingabe. Kommen wir dann in die Mittelkonsole, sehen wir hier das 10 Zoll Display, wie schon eingangs erwähnt. Hier eine physische Home-Taste, um stets wieder zurückzukommen. Wir haben, das Ganze ist frei konfigurierbar. Wir können hier immer diese einzelnen Widgets können wir uns entsprechend so gestalten, wie wir es brauchen. Und wir sehen auch hier immer die Möglichkeit, recht schnell und einfach die Klimasteuerung zu übernehmen. Wem das nicht reicht, der kann dann hier unten noch auf Direktwahltasten zugreifen für eben die Klimaeinstellungen, die man dann hier vornehmen kann. Wir haben auch die Defroster-Funktion für Windschutzscheibe, Heckscheibe oder aber hier die Umlufttaste, beziehungsweise wir können auch das Klimabedienteil komplett deaktivieren. Was man jetzt hier sieht, ist, dass die Luftaustritte hier in der Mitte auch sehr schön versteckt sind. Wir haben hier dezente Luftaustritte hier drinnen. Die kann man dann in der Seite von der Luftaustritt regulieren oder aber hier die Höhe über diese zwei kleinen möglichen Hebelchen hier. Das ist sehr schön integriert. Hier runter haben wir dann den Start-Stopp-Knopf untergebracht, die Warnblinktaste, die etwas schwer zu finden ist, wenn man es dann nicht gewohnt ist, sie schnell sucht. Dann die Möglichkeit, direkt auf Fahrassistenz oder Fahreinstellungen direkt zuzugreifen, wie etwa Spurassistenten und so weitere Fahrassistenzmöglichkeiten hier zu einzugeben. Die Taste der elektronischen Parkbremse haben wir hier und dann haben wir hier hinter diesem kleinen Lederplan mit so einem kleinen Knopf, ich finde das sehr schön gemacht im Detail, öffnen wir das Ganze, haben wir dann hier das induktive Ladefeld für das Smartphone, einen USB-C-Anschluss für die Umsetzung von Android Auto via Kabel oder aber Apple CarPlay, das geht sogar kabellos. Zwei Becherhalter und einen 12-Volt-Stecker haben wir noch hier und dann kommen wir zu einer ganz besonderen Art und Weise der Bedienung, die hier der DS4 uns ermöglicht, denn es gibt es hier die sogenannte DS-Sensis Touch-Funktion. Das ist ein touch-sensives Display, was wir hier haben, 5 Zoll groß und darüber können wir dann eben auch das Display hier oben und die Eingaben entsprechend steuern. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit hier für Suchen, nämlich auch dann hier die einzelnen Buchstaben zum Beispiel einzugeben.
wenn wir etwas suchen. Das ist also die Möglichkeit, die man hier noch zusätzlich hat. Das gibt es aber auch in den höheren Ausstattungslinien. Dahinter dann hier der Toggle für das 8-Gang-Automatikgetriebe, was stets bei allen Modellen von DS4 drinnen ist. Und dann haben wir hier noch eine physische Walze für die Lautstärkenregulierung, was ich sehr schätze, und auch noch einen Ein- und Ausschalttaster fürs Media-Display. Hier hinter ist eben noch so eine kleine Ablage für die Hand, um eben die Bedienung dieses kleinen Touch-Displays zu haben, und die Drive-Modes sind hier untergebracht. Dann haben wir noch die Mittelarmlehne, eine kleine Ablage, wo zum Beispiel der Schlüssel oder das Smartphone Platz findet, und dann eben hier eine Mittelarmlehne, die sich hier im Schmetterling-Modus öffnet. Genug dessen aber hier im Innenraum. Die Verarbeitung, wie gesagt, sehr, sehr gut und auch die Materialien richtig toll. Jetzt ist die Frage, wie schlägt er sich auf der Straße? Und da würde ich einfach sagen, legen wir los und fahren. Knurrig geht der 1,2 Liter Dreizylinder Turbo-Benziner zur Sache. Mit eben 130 PS und 230 Newtonmeter Drehmoment ist er ausreichend kräftig, um den knapp 1,4 Tonnen schweren DS4 nach vorne zu bewegen. In 9,7 Sekunden geht es aus dem Stand auf Tempo 100. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 Stundenkilometern. Auf der Autobahn wirkt der Antrieb ja so ab 150 immer wieder müde, wenn man danach beschleunigen will. Da wünscht man sich dann auf alle Fälle etwas mehr Kraft. Insgesamt muss man aber sagen, ist der DS4 kein Sportler, sondern eher ein komfortabler Gleiter. Das so unterstützt auch zusätzlich die adaptive Federdämpferkontrolle, die hier über ein Kamerasystem funktioniert. Das heißt, die Kamera, die hier hinter dem Innenspiegel sitzt, die scannt die Fahrbahnbeschaffenheit ab und schickt dann die Informationen eben an die Steuergeräte fürs Fahrwerk, und dann werden die Federn und die Dämpfer entsprechend angepasst. Das funktioniert auch in der Praxis richtig gut. Trotz eben 20 Zoll Niederquerschnittsreifen wird hier genügend Komfort geboten, selbst auch unter hoher Ausnutzung der Zuladung bleibt hier genügend Restkomfort. Die Lenkung ist angenehm leichtgängig. Die Assistenzsysteme, die man hier hat, mit teilautonomem Fahren nach Level 2, sie werden gut umgesetzt. Das heißt, die Spur wird aktiv gehalten. Wir haben eine tote Winkelüberwachung und wir haben einen Abstandsregeltempomaten. All das funktioniert einwandfrei und lässt sich auch leicht und gut hier über das Multifunktionslenkrad steuern. Was mir nicht so gut gefällt bei der Antriebskombination ist tatsächlich so die Kombination aus eben dem Dreizylinder mit der 8-Gang-Wandlerautomatik und vor allem die Start-Stopp-Funktion. Dadurch, dass es hier keine Elektrifizierung des Antriebs gibt, was ich etwas schade finde, ist gerade die Start-Stopp-Automatik immer ein kleines Ärgernis, denn es gibt dann hier zu viel Vibrationen, Ruckeln und vielleicht auch immer einfach so ein ungutes Gefühl, als ob der Dreizylinder dies halt einfach überhaupt nicht mag, das An- und Abschalten im Stop-and-Go-Betrieb. Das wirkt dann einfach weniger luxuriös oder souverän. Das könnte hier definitiv besser umgesetzt sein. Ich würde sagen, ich stehe zwar jetzt gerade noch an der roten Ampel, und deswegen nehmen wir uns die Zeit und fahren jetzt zum Fazit. Es war mir ein Fest mit dem DS4. Er ist das schönste Fahrzeug in der Kompaktklasse, das auf alle Fälle. Er fährt sich unheimlich komfortabel mit dem adaptiven Fahrwerk, was hier drin ist, macht eine tolle Arbeit und ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, was der DS4 hat. Ob man jetzt das Alleinstellungsmerkmal einer Nachtsichtkamera braucht in der Kompaktklasse, das sei jedem natürlich selbst überlassen. Ein bisschen
Schade finde ich, dass der Dreizylinder nicht so recht zu diesem Premium-Anspruch passt, den DS hier pflegt. Denn der DS4 hätte da einen durchaus größeren Motor verdient, hat er ja auch als Plug-in-Hybrid mit dem E-Tense 225. Oder aber ihr greift zum 130 PS Diesel, den es ja auch noch gibt. Der hätte dann wiederum vier Zylinder, wäre zwar ein bisschen knurriger vom Verbrennungsprinzip, aber dennoch. Sparsam ist der Dreizylinder hier im DS4 auf alle Fälle. Ich konnte jetzt in meinem Test über unsere Verbrauchsrunde hier mit einem ermittelten Wert von 6,1 Litern auskommen. Und das finde ich durchaus respektabel. Umso respektabler vor allem auch, wenn man mit dem Wagen auf Langstrecke geht und den Wagen dann auch voll belädt und dann nicht das Ganze übertreibt, sondern eher so 140 rum als Reisegeschwindigkeit sieht, dann bleibt der Wagen auch immer noch unter der 7-Liter-Marke. Und das finde ich absolut respektabel. Und mit einem 53-Liter Kraftstofftank, wie hier ausgerüstet, hat man dann eben die Möglichkeit, auch einen Aktionsradius in der Praxis von stets über 800 Kilometern zu ermöglichen. Kommen wir aber zum kleinen Wehmutstropfen des Ganzen, denn das Fahrzeug hat einen sehr stolzen Preis. DS, wie schon eingangs erwähnt, möchte eben als Premium-Anbieter gesehen werden und so verhalten sie sich dann auch tatsächlich in der Preisliste. 1100 Euro für Soundsystem, 3000 Euro dann hier unter anderem für das Nachtsichtgerät. Oder aber eben für eine Sitzheizung, die jetzt zum Beispiel hier nicht drin ist, braucht es einen elektrischen Fahrersitz. Der kostet dann also auch nochmal ungefähr 1000 Euro. Das ist schon ganz kräftig. 1000 Euro nochmal Aufpreis hier für 20 Zoll Räder. Und das treibt dann eben den Preis sehr schnell in die Höhe. 32.100 Euro ist der Einstiegspreis, den man dann zahlt. Alle DS4 kommen stets mit 8-Gang Wandlerautomatik daher. Und so wie unser Fahrzeug hier steht, in der gehobenen Rivoli-Ausstattung, kostet er sage und schreibe 47.080 Euro. Das ist schon mal echt eine Ansage und vor allem, da ist auch BMW, Audi und Mercedes kaum teurer, wenn nicht sogar vielleicht bei dem einen oder anderen Fahrzeug eben billiger. Jetzt ist aber die Frage, was sagt ihr zum DS4? Wie gefällt er euch? Was sagt ihr zu dem Preis? Was sagt ihr zum Motor? Vielleicht habt ihr sogar Erfahrungen mit dem DS4 gesammelt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentarbox. Ich bedanke mich hier fürs Reinklicken, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei UbiTestet. Ich sage Tschüss und Servus.